damit wir hier, wenn wir schon was haben, machst du auch Video-Uploads? Also einen YouTube-Channel oder was? Ja, aber eigentlich mache ich da nicht recht viel. Ja, macht ja nichts. Also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich das hier entsprechend einzeln haben kann, was dann den Vorteil für dich haben würde, dass ich das dann cross, wie heißt das so schön, cross-promoten kann. Das heißt, ich kann einen Link zu dir legen. Wenn du auch einen von deinem Kanal zu mir legen würdest. Also im Sinne von jetzt Videoaufnahme machen und dass diese beiden Videos dann auf dir, bei dir und bei mir veröffentlicht sind. Und dann kann man von beiden Videos sich gegenseitig verlinken. Das darf man von YouTube aus. So, aber TPA, ne, habe ich ja. Erst bei 5000 Blöcke. TPA Kann ja aus. dann auch meinetwegen Videoaufnahme anmachen. Ja, wenn du das willst, wenn nicht, dann nicht. Das ist mir egal. Ne? Also, es ist nur ein Angebot halt. Ne? Kann es ruhig hochladen. Also. Naja, macht ja Sinn. Dann kann man ja für deinen Kanal was tun. Wenn wir schon mal hier gemeinsam die Zeit verplempern, ne? Ja, du hast ja bei mir schon angeschaut. Ich habe ja schon ein Video gemacht mit diesem Liquid XP Zeug Ah, da. Ton 12. Ja, gut, aber wir müssen natürlich gemeinsam für das gegenseitige Cross-Promoten muss man in dem Video beide Personen drin sein. Dann kann man die kombinieren, sonst geht's nicht. Naja, gut. Hexgame, ja, bessere Qualität, aber schon nach 3 Wochen. Heißt, du hast schon 3 Wochen nicht geguckt. Hallo, Rüge. Nein, ist gut. Besser, du kommst noch mal wieder. Welche Internetleitung hast du jetzt eigentlich? Ich habe jetzt nur 50.000er, aber das nützt nicht wirklich viel, weil Twitch begrenzt die Upload-Menge auf 3,5. Und das heißt, also, ja, ich habe besseres Internet, genau. Also ich habe jetzt quasi nur eine freie Kapazität von, sagen wir mal, 7 Mbit, die ich dann nutzen kann für andere Sachen halt. Aber das nützt mir ja gar nicht, ne? So. OC. Und so weiter. TPA. Das mache ich jetzt mal einfach, damit ich diese Frage endlich mal loswerde. Die verfehlt jetzt. Halt, ich bin noch nicht so weit. Ja, ich habe das nur gemacht, damit ich das nicht immer wieder neu eintippen muss, wenn ich dann zwischendurch was anderes geschrieben habe. Da muss ich immer wieder neu anfangen, ne? Kannst du verfallen lassen. Naja, gut. Aber ich bin gleich da. Ja, keine Hektik. Ja, das sehe ich so ja schon, die Chaos in hier. Oh. Also ich habe jetzt mein Inventar voll. Ich kann also jetzt kaum was da rein tun. Ne? Also nur damit du das vorher weißt. So, Achtung. Ja, ich bin schon da. Ich komme schon. Ich bin noch nicht da. Jetzt bin ich da. Okay, cool. Dann esse ich jetzt schon mal einen Goldapfel und Wofür? dass halt der Drache mir überhaupt keinen Schaden macht. Also ich buddel mich ja auch erstmal hier runter. Ach, Und du holst jetzt dann. erstmal die Charts oder was? Ja gut, dann mach das mal. Das ist ja nicht Nee, uncool. also ich buddel. Die Charts kann man ja noch nicht abbauen. Nee, aber dieses Drumherum, dieses Reinforced oder Re-Infused sowieso Obsidian-Zeug, ne? Ja, ich baue einfach nur ein Loch runter halt. Wofür? Warum? Dass ich halt schneller drankomme. Das ist, weiß nicht, aus. Also, jetzt baue ich halt hier diese Gitter ab. Bei den anderen Charts. Mir fällt gerade auf, dass Also die. ich lasse mich gerade mal von dem einfach ganz gezielt abknallen. Ich kriege relativ wenig Schaden. Ja, ich bin tot. Oh. Aber du hast ja WIP, ne? Ja, nee, das wollte ich ja gerade ausprobieren. Jetzt gucke ich mal eben nach. Also hier die Rüstung ist, also Wefern Fluxkapazitor sind also fast alle komplett voll. Die Rüstung ist auch voll. Ja. Also ich habe jetzt da außer 2 Äpfel jetzt nichts verloren. Ne? Ja, okay. Kommst du nochmal. Ja, warte, ich muss bloß schnell dem Drachen ausweichen und dann kann ich dich. Ja, So. ne, ich bin ja schon auf dem Ja, wenn Weg. Ne? die Gitter abgebaut ist, mache ich halt die Schüssel Ja, weg. guck mal, ey, boah, instant tot. Instant tot. Aber es liegt vielleicht doch an der Wiefernrüstung, weil die ist ja so in sich schon nicht so super toll, ne? Naja, nicht die beste. Ich mache mal Back hier und versuche dann erstmal so einen komischen Apfel zu essen. Ah, es leckt gerade. Das merke ich schon. Aber jetzt müsste es eigentlich passen. Boah, sofort tot.
Ich bin da und bin tot. Boah. Deswegen habe ich bei diesen Chaos-Inseln immer mehrere Home-Punkte, dass ich das immer wechseln kann von Nord nach Süd, von Ost nach West oder so, dass der dann nicht mal an der Stelle ist, wo ich selber bin. Das heißt, wenn du den jetzt weglockst, dann kann er mich ja nicht sofort killen. Aber wenn ich jetzt wieder back mache, bin ich sofort wieder tot. Ne? Ja, also ich bin halt gerade noch bei den Shards am Töten. Ja, wenn du soweit bist, sagst du Bescheid. Du machst jetzt was bitte? Also ich tue jetzt diese Kristalle sozusagen. Ach, die Kristalle. Ah, okay, okay. Und der bombardiert mich gerade richtig gut. Ja, das glaube ich wohl. Der mag ja nicht so. Aber das Schöne ist, ich bekomme auch keinen Rückstoß, weil ich so ein Dings habe. So einen Ring oder irgend sowas, der... Ach, so ein Belt von sowieso, ja? Ja, von Botania. Ja, okay. So, jetzt sind die Crystals fast alle weg, bis auf der noch. Na, wenn du soweit bist, der hat sich jetzt auf dich konzentriert, ich komme mal wieder darüber. Ja, Moment, ich muss noch schnell einen Apfel essen. Boah! Ich bin sofort tot? Nee, du bist noch nicht tot. Ich bin schon tot, natürlich. Echt? Ja, klar. Oh. So, also jetzt esse ich dann nochmal einen OP-Apfel und jetzt esse ich auch diesen Diamantapfel. Und jetzt könnte ich den töten. So, ich habe jetzt mal einen von den Äpfeln gegessen hier und ich habe dir eine Anfrage geschickt. Ja, Moment. So, der Drache ist jetzt auf mich fokussiert. Hexgaming is no hosting you. Das finde ich eine gute Idee. Ich esse nochmal so einen Apfel. Der ist auf dich fixiert. Wo bist du denn? Ich sehe das noch nicht so ganz. Aber gut, egal, macht ja nichts. Mach mal voran einfach. Ah, der kriegt schon gut Schaden. Wo, ja, echt? Wo bist du denn? Ah, jetzt hat er wieder einen Crystal aktiviert. Jetzt finde ich den wieder, den Crystal. Weil das sieht man auch am Feuer. Weil ja, wenn es sie ist. Also bei mir ist es häufig so, dass ich das gar nicht sehe, weil das backt vor sich hin, ne? Aber ich sehe schon, der hat Schaden. Ja, ja, ich sehe das schon. Ja, ja, ja. Ah, jetzt ist er aber abgehauen. Der war gerade bei mir, aber hat mich nicht attackiert. Na gut. Ah, da oben ist er. Ziemlich hoch, ja. Boah, ein Schuss, ich bin tot. Boah. Ah, jetzt fliegt er wieder durch. Also mit der Wiefernrüstung, das geht auf... Ich habe gerade in der Sekunde früher nochmal so einen Apfel gegessen, ne? Also mit der Wiefernrüstung hast du da überhaupt keine Chance, ne? Ja, kann gut sein. Also, die ist ja auch nicht unbedingt die beste. Nee, ich guck mal nach, was die an, ob du da irgendwelche Verzauberungsbücher drin hast oder sowas. Nee, da sind keine Verzauberungen drauf. Ja, 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 gut, okay, dann ist das natürlich, dann ist das nachvollziehbar, ne? Aber wie gesagt, wir machen das dann mit dem Last Man Standing gleich und mit den Mob-Essenz und so und mit den noch mehr Kristallen und dann mit diesen Flugskapazitäten, dass wir auch 4 oder 5 haben. Dann probieren wir mal einfach aus, wie weit wir damit kommen. Mehr kann man nicht machen. Mit den komischen Äpfeln müssen wir mal sehen, wie viele Äpfel ich habe. Also Gold müsste ich eigentlich genug haben, aber Äpfel... Jetzt ist das Problem, jetzt ist der Drachen feige. Also wenn ich alle Crystals abgebaut habe und denen schon Schaden gemacht habe, dann fliegt der immer weg. Also der ist... Ja, 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 genau, genau. Der spawnt auch gar nicht oder kommt auch gar nicht oder versteckt sich irgendwo in der Insel oder was der Teufel was, ne? Nee, der fliegt außerhalb der Insel. Naja, und dann hofft er, dass du ihm folgst und dann fliegt er heimlich wieder zurück und macht die Dinger wieder an, ne? Naja, also am sind sie jetzt noch nicht bei mir. Ja, ja, genau, Bolli, mit Wiefern hast du so eh keine Chance. Das dachte ich mir schon. Jetzt muss ich nur das so machen, dass er, soll er den jetzt erstmal killen und dann kriegt er seine Sachen wieder und dann gehe ich ja wieder normal weiterspielen. Dann probieren wir das auf dem Twitch natürlich weiter aus. Ist ja logisch, ne? Ja, genau. Weil ich gucke auch manchmal durch und schaue, ob die Crystals noch alle tot sind. Ja, na klar, klar. Also während er halt dann weg ist. Und es ist auch so, dass er immer so Fake-Dinger macht. Also, dass er nicht immer richtig das anzeigt. Oh, jetzt habe ich ihn richtig gut. Jetzt hat er schon Hälfte Leben verloren. Ja, hau rein. Jetzt fliegt er wieder weg. Hinterher fliegen. Oh, jetzt habe ich vergessen aufzunehmen.
Ah, egal, dann töte ich halt dann nochmal einen. Ja, mit wie viel denn? Leckt bei euch das Triebe auch so? Also eigentlich nicht. Also ich habe das vorhin ein paar Mal kontrolliert. Ich kann ihn ja nochmal laufen lassen. Normalerweise, also ich habe einen sauberen Backstream. Das muss ich jetzt natürlich gucken, ob es immer noch so ist. Aber vorhin, ja, es ist ein sauberer Backstream. Nee, leckt also bei mir nicht. Was auch ein Vorteil ist, wenn der Server laggt, kann man auch richtig schön den Drachen angreifen. Ja. Aber das ist natürlich quasi Cheaterei. Das gilt natürlich nicht, ne? Naja, ist ja eigentlich nicht meine Schuld, ist ja vom Server. Ja, aber trotzdem, es geht ja darum, dass man das kann und beherrschen muss. Und das kannst du ja nicht machen, indem du eine Cheat-Situation ausnutzt, sondern du musst ein Realspiel beherrschen. Naja, wir können den auch so töten, aber es ist halt einfach irgendwie. Er geht halt schneller. Ja, klar, ja. Also bei mir leckt das Team auf gar keinen Fall. Cyneax. Ist absolut okay. Manchmal habe ich den Eindruck, dass der Backstream eine bessere Videoqualität hat als das Original OBS. Hi, Kruschex. Ah, jetzt fliegt er wieder durch, aber ich fliege ihn jetzt mal hinterher. Na, jetzt ist er wieder weg. Ja, der ist zu schnell, da kommst du nicht hinterher, ne? Ja, eigentlich schon hinterher, aber es ist halt so, dass der trotzdem ziemlich schnell wegfliegt. Ja. Ich habe auch den Speed komplett oben und habe auch noch Speed 1 als Effekt drauf. Ja, ach so, auch noch zusätzlich als Enchantment. Nee, nicht als Enchantment, sondern halt als Effekt, also Amulett-Effekt. Ach so, ach, mit diesem Amulett, von Botania, die Dinger. Ja, von Runic Dungeons. Ach so, ach das, ja, genau, die gibt es ja auch. Diese, ja, okay. So, da folgt uns mal wieder einer. Wollen wir schauen. Havid. Oder ne, HWHD. Ja, besten Dank dafür. Leider siehst du jetzt im Augenblick nicht so ganz so viel, weil ich hier warte darauf, dass der Goldapfel mal wieder aus der Welt zurückkommt, dass ich ihm seine Items wiedergeben kann, damit ich die Welt verlassen kann. Aber er soll erst den Drachen töten, das wäre ja schade um die Arbeit sonst. Ja, der ist bloß gerade ein bisschen feige. Aber, oh, jetzt habe ich nochmal gut. Das heißt, ich habe in der Zwischenzeit immer gute Chancen, Kölsch zu trinken. Das wollen wir mal ganz feierabendmäßig so sehen, ne? Aber ich werde dann gleich mal auf Kaffee umsteigen, weil wenn ich die Nacht durchmachen will und so, dann muss ich ja ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Schlafdrogen. Was? Ja, wir werden das Chaos Guardian-Thema ist erst dann beendet, wenn wir das automatisiert haben. Wir sind ja jetzt erstmal dabei, den überhaupt zu killen. Und zwar mit dem System zu killen. Und da muss man gucken, ob das dann passt, ne? Ja. Also mit dem Taufkopf, da müssen wir eventuell mal gucken. Also Bexania oder so, die hat ja vorhin, oder Boxania, wie auch immer, hat ja vorhin vorgetragen, sie würde sich durch Traumkraft durcharbeiten. Dann meine ich, ja komm, ich leide mit dir, ich mache das auch. Aber ich will jetzt erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen, das bringt ja sonst erstmal nichts. Was auch noch eigentlich eine Idee wäre, es gibt ja von RF-Tools, gibt es diesen einen Käfig, wo der Wizard auch nicht durch kann. Und ich glaube, das könnte auch den Chaos Guardian aufhalten. Du meinst diese Reinforced Obsidian-Dinger? Das ist von RF-Tools, das braucht Energie und dann kann man sozusagen so einen Shield oder Ach so. so, ach das, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren. Ja, Moment mal, also du musst ja dann definieren, hast du du musst den ja killen. Heißt, du musst den innerhalb dieses Käfigs haben oder außerhalb? Ja, man muss ihn ja erstmal einsperren können. Genau, das Einsperren ist das erste Problem, richtig. Ja, das wäre eigentlich eine Idee mit dem Shield dazu machen. Ja, genau. Ja, Gruschek, ist eine gute Idee, genau. Ja, also ich habe ja das gemacht mit den Portalen. Aber vielleicht ist das auch eine Idee, ne? Je nachdem, man muss den ja nur einmal an irgendeiner Stelle haben, wo er dann nicht wieder wegkommt, ne? Ja, dass man ihn halt einfach direkt gleich von Ort und Stelle einsperrt, sozusagen. Genau, sobald er an einer Stelle fixiert ist, dann hat er ja eh verloren, dann war es das ja, ne?
Genau. Naja, also ich guck mal nach, wie das heißt. Ich muss mich eben noch ein bisschen bewegen, sonst bin ich gleich wieder auf hier. Und zwar, wie heißt das jetzt? RF Tools. Dann ist So. bloß noch das Problem da, dass man halt irgendwie die Crisis dauerhaft Ja, das kriegt man, ausgeschaltet das kriegt hat. er. Das, wenn der einmal gefangen ist, dann war es das. Storage Ja. Scanner, Machine Infuser, Screen Controller. Einsperren und dann einfach mal rumfliegen, die ganzen Crisis Ja, hat lösen. man ja Zeit. Am besten irgendwie es so machen, dass man Mobs oder sowas herteleportieren kann und die dann halt mit, dass der Drache dann Attack AOE oder sowas bekommt mit dem Staff of Power. Wäre auch eine Irgendwie Idee. sowas, ne? Ich muss mal gucken. Ich habe diesen Dimension Pattern. Pattern. Ist das ein Block oder ist das so ein Multiblock-Ding? Das ist, glaube ich, irgendwas mit Multiblock. Ja, das ist schwierig. Das macht er, ja, das kriegt er kaputt. Du musst es ja aufbauen. Während du das aufbaust, macht er das 100-mal kaputt. Ja, da ist mit diesen komischen Cross-Blöcken ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber Ja. ich glaube mit Blood Magic, dass man halt einfach so ein Blood Magic Ding hinstellt und dann direkt auf teleporten. Und dann sollte das eigentlich auch ziemlich schnell da sein. Ach so, ja, Ja, gut, das ist natürlich eine sehr aufwendige Methode, auch wenn es da funktioniert, wäre das natürlich, ne? Wie weit bist du denn jetzt mit dem Kill? Ich wollte mal wieder weitermachen. Ja, es dauert noch. Also ich bin erst bei einem Drittel. Ja, nee, Also dann komm mal eben ein. kurz, du kannst ja wieder zurückgehen, kannst du ja zu mir porten, dann kriegst du die Sachen wieder, dann gehe ich wieder zurück. Ah, jetzt verschwindet der im Boden. Naja. Ja, dann bist du am Spawn oder du Ja, bist irgendwo in schon der da? Spawnwelt. Ich bin hier ein bisschen rumgeflogen. Komm, mach TPA, dann hole ich dich. Ja, bin da. Bist du da? Also Wo? genau am Spawn halt. Ach so. Na, dann komme ich da auch mal hin. Spawn habe ich jetzt eingegeben. Ich bin ja mal in einer anderen Welt. Moment mal, da stimmt da was nicht. Ah, da bist du. Ah, ja, doch. So, fliege ich mal. Nee, fliegen kann ich dann ja nicht. Moment mal. Nee, warte mal, machen wir erstmal ohne. So, erstmal hier die Rüstung kriegst du erstmal. Dann kriegst du diesen ganzen Kapazitor und die ganzen Äpfel. So, ich glaube, das war's jetzt, ne? Den Ja. Angel-Ring kriegst du noch. Fall ich jetzt runter. Warte mal, die kriegst du mal so. Den Angel-Ring kriegst du mal so. Perfekt. Danke. Super, okay, dann gehe ich mal wieder zurück. Aber danke für die Einführung erstmal. Wir machen mal jetzt immer. Ich könnte ja ein Video machen, wie ich mir einfach kill oder irgend sowas. Wo ich das dann Ja, nochmal bin ich ja nicht erkläre. drauf, das nützt ja nichts. Ja, Server. ich kann dich trotzdem irgendwie verlinken oder keine Ahnung. Ja, nee, mir geht es ja nicht darum, dass du mich verlinkst. Das nützt mir natürlich was, aber darum geht es mir ja nicht. Mir geht es ja darum, dass ich mit meinem doch nicht gigantisch großen, aber doch auf jeden Fall größeren Kanal den kleineren YouTubern helfe, indem ich von meinem Kanal aus einen Link zu denen schicke. Aber das geht nur, wenn ich in ihrem Video drauf vorkomme. Sonst gibt es ja Stress mit YouTube. Weißt, das ist der Gedanke. Ich kann den kleineren ja helfen, indem ich in deren Video mit vorkomme. Und dann eben, dass man das dahin verlinken kann. Dann geht das ja. Dann gibt es keinen Ärger von YouTube, ne? Kann ja das jetzt in deinem Stream aufnehmen, da bist du ja sozusagen auch dabei. Ja, das ist ja mein Stream, genau. Ja, genau. Ja, wenn du auf deinem Kanal was hochlädst, wo wir beide drauf sind, dann kann ich von meinem Kanal aus dein Video verlinken. Ja, dann mache ich das mal. Wenn ich Funk mein Aufnahmeprogramm wieder finde. ja. Funktionieren diese Mob-Abtrakte? Das weiß ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt mal. Aber das Server. mit den Ansagen halt, das kann ich kein bisschen. Was heißt mit Ansagen? Ja, halt die, wo man dann halt sagt, das, was man so macht oder so. Keine Ahnung, ich kann das nicht. Du musst nichts ansagen. Du machst einfach deinen normalen Stream und
irgendwie davor ihr Logo, dahinter irgendwie Bye Bye oder so gut ist. Ne? Ja, oder ich schneide das einfach noch zusammen, keine Ahnung. Ja, mach da mal, wenn du soweit bist. Guck, wie gesagt, wenn ich drin vorkomme, passt das und dann ist gut. So, jetzt machen wir aber hier weiter basteln. Wir wollten noch ein paar von diesen Kapazitern bauen. Das habe ich von den 29, also 3 habe ich jetzt. Das ist natürlich nicht so viel. Ich wollte ein paar mehr machen. Moment mal. Jetzt machen wir erstmal eins von diesen Dingern. Ne, davon brauchen wir jetzt wieder auch wieder satt. Eins, ich ahnte, dass es Redstone-Probleme gibt. Redstone haben wir nicht genug, egal wie wir es machen. Warte mal, wir haben doch hier in unserem Pulverizer. Dann machen wir das doch mit dem Pulverizer. Das ist der. Ne, Furnace ist das. Der Pulverizer ist der. Das heißt, da packen wir das jetzt mal rein. Dann soll der mal massenweise produzieren. Oh, jetzt habe ich vergessen, in welche Richtung das war. Was denn? Ja, gut. In welche Richtung was war? Wie du zu der Insel kommst? Der Drache. Achso, ja, der, gut, das ist. Der kommt da dann. Irgendwann kommt er wieder. Okay, so mal diese. Eins, drei, komm ja, drei, vier. Ich glaube, das reicht erstmal. Vier brauchen wir davon, ne? Vier. Das heißt, das Ding machen wir jetzt erstmal einmal. Jo, cool, aber egal. So, dann machen wir diese Dinger. So. Was läuft da jetzt? Habe ich da keine. Also dieses Awakened Draconium habe ich jetzt nicht mehr genug. Ja, da muss ich jetzt mal gucken. Da muss ich das noch wieder herstellen. Oh, das ist nicht gut. Da müssen wir jetzt erstmal wieder ein paar von den Dingern machen. Warte mal. Eins. 2, 3, 4, dann müssen wir diese Vivan-Cores, wir brauchen wieder 16 Stück haben, weil es ist alles so aufwendig. Wer haben wir denn jetzt? Was geht? Ja, immer gut. genau. Alles klar, lange habe ich mehr gesehen. Phoenix Explosiv, ja, hervorragend. Ja, gerne, welcome back alle. Alles fresh. Ja, genau. So, jetzt machen wir mal ein paar mehr von den Dingern. Hörer, zum Glück spielst du nicht auf Hard Mode, das ist noch schwieriger. Nee, da habe ich genau deswegen keinen Bock. Mir reicht das schon hier aus, dass ich alle möglichen 1000 Umwege gehen muss, nur um irgendein Item zu kriegen. Boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Eigentlich will ich das Item haben und gucken, wie funktioniert das. Ja? Das Lustige ist ja, um mit Botania anzufangen. Da musst du alle anderen, ich weiß, da musst du ganz viele Sachen, Cross-Promotion, Cross-Mode, alles durcheinander machen, ich weiß. Nervend. Ja, muss man Victory, Soundcraft und Magic machen. Ja, total nervend. Also ich brauche das nicht, da kam, also wirklich, da fehlt mir gar nichts. Ne? So, jetzt muss ich diese Vivan-Core-Dinger haben. Aber wenn man dann mal weiter ist, dann ist es schon irgendwie praktisch, weil man kann sich auch diese Creative-Sachen da bauen. Auch ziemlich cool. Ja gut, okay, aber für Creative brauche ich jetzt nicht. Das spiel ich, ja, ich spiele ja nicht, ja, um gut. Creative zu spielen, ne? Das habe ich noch nicht mal bei Dias oder was. Ehrlich, wow. Ich glaube, die Dias muss ich aber hier in den normalen Furnace schmeißen, ne? Das ist jetzt nicht mit dem. Ja, genau.
iOS, ja, ciao. Gute Nacht, ja. Schlaf gut. Hau rein. So, also ich nehme jetzt einfach mal auf. Ja, mach das. Es leckt. Ach, das nimmst du auf. Ah, ich dachte jetzt. Der nimmt nur die Lecks auf. Das ist auch nicht schlecht. Standbild und behaupten, das wäre ein guter Film, ne? Ja, also die Anmoderation oder sowas, das mache ich halt dann einfach davor oder irgend so, das schneide ich dann schon zusammen. So, jetzt habe ich hier zwei komplette Sätze. Ich habe bloß doof, dass ich auf 4 zu 3 aufnehme. Ja, das ist nicht gut, das sieht hässlich aus. Dann kannst du das Ganze aber ja ändern, also durch einen Open Broadcaster kannst du da Einstellungen machen, da musst du mal gucken, dass oder spätestens du schneidest, das müsste man das hinkriegen. Gott, ich wäre beinahe gestorben. Puh. So, immer wenn meine Freundin anfängt zu singen, gehe ich raus, damit meine Nachbarn sehen, dass ich sie nicht schneide. Okay. Hat doch was. So, jetzt müssen wir die Dinger erstmal alle aufladen. Dann müssen wir ein bisschen TNT, dann müssen wir ein paar Sprengfallen. Oh, das geht ja zackig. Ja. Dann machen wir den nächsten auch direkt hinterher. Na, also das ist aber leck ganz schön. Also bei mir hier nicht null. Das geht also zack durch, ne? In 6 war, weiß nicht, der fängt immer mehr an zu lenken. Ja gut, das kommt natürlich darauf an, welche Spieler da sind oder ob viele neue Spieler da sind, die neue Chunks generieren müssen, weil sie sich erstmal einrichten und so. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Ja. So, das haben wir jetzt. So, jetzt müssen wir noch TNT haben. Habe ich TNT? TNT? Nein, ist klar. Muss ich erst wieder herstellen. Ist gut. Und dann muss ich die Herzen auch haben, aber erstmal TNT. Das ist das Nervigste, man muss einfach warten, bis der Drache dann wieder kommt. Ja. TNT, aus was stellen wir das denn jetzt mal her? Das sieht doch gut aus. So, 43, das reicht für die Zukunft erstmal. Jetzt müssen wir noch haben die Herzen. Draconic Hearts brauchen wir 2. Jo, dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier unsere Farm. Wo haben wir die? Ups, komm her. Weiche Crystal Protect. Jetzt gibt es doch nicht. Müssen wir nur mal gucken, ob das Ding hier unten an- oder ausgeschaltet ist. Das weiß ich nicht. Deswegen baue ich den vorher mal sicherheitshalber mal ab. Ja. Ach. Das ist ja eigentlich. Nee, das ist nicht scheißegal. Es sind doch alle Kristalle tot. Ja, manchmal sieht man das nicht. Das ist also super ätzend, ist das, ne? Das habe ich also leider erfahrungsmäßig. Das ist ja mein Problem auch immer, dass man das teilweise gar nicht sieht. Und dann kommt der wieder und dann lädt er sich wieder auf und dann fängst du wieder bei Null an. Und das habe ich schon 20 Mal hinter mir, oder? Vielleicht noch öfter, ne? Ja, aber wir hatten ja immer noch so wenig Leben. Ja, dann hast du Glück gehabt. Dann hat er das noch nicht wieder aktivieren können. Ja, aber irgendwie. Ah, jetzt kann ich ihn angreifen. So. Okay. Jetzt müssen wir den Dingens hier unten wieder hinbauen. Den hatten wir ja jetzt. Das Schöne ist, man kann auch diese Bälle mit dem Bogen abschießen. Ja, ich weiß, aber dann verstehst du, bist ständig nur am Zielen auf diese Bälle und verstehst, das hält auf. Also eigentlich müsste es so sein, dass man den mit dem Bogen abballert, weil er sich nicht mehr regenerieren kann. Und egal wie viele Bälle der schießt, du musst den durchknallen, dann ist immer Schluss, ne? Nein, warum schlage ich mit der Faust? Schlechte Karten.
Der Crystal schon tot oder nicht? Oh nein, jetzt ist der Protected. Wie spawnt man den Ender Dragon? An den normalen kannst du mit solchen Bienen spawnen. Da habe ich schon mal ein Tutorial zu gemacht. Da musst du mal gucken. Also einem irgendwo irgendwas mit Bienen und Forestry oder so. Da musst du mal gucken, das geht ganz locker. Oder auch dieses Video, wo ich letztens das vorgestellt habe mit dem Enderdrachen, wie man da eine Farm, Ender Dragon Farm. Da ist das erklärt, wie das läuft. Ja, ciao, ciao. Oh, jetzt hat er nur noch ein Viertel. Ja, dann viel Spaß, dann kommt das ja langsam. Wenn man gerade hier, ich sehe gerade hier unsere Zuschauerzahl. Also, wenn ihr Interesse habt und den Kanal unterstützen wollt, dann solltet ihr hier unten, da gibt es irgendwie was, wo man voten kann. Also zweimal klicken irgendwie, dass ich hingehen, voten. Solltet ihr machen. Das ist, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Und wofür das gut ist, ist mir auch eigentlich keine Ahnung. Aber ich weiß, dass viele Leute das machen. Und da muss ja was dran sein. Also wenn ihr da Lust zu habt, dann sollte das mal eben ganz kurz zwischendurch so machen. Ne? Jetzt muss ich diese. Schade ist, dass du ziemlich wenige Zuschauer hast. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich muss erstmal den Dingens. Ja, ich kann mit dem wenigen Zuschauer ist leider schwer zu sagen, woran das liegt. Ne? Aber es ist halt, vielleicht ist denen das hier zu sachlich. Vielleicht wollen die Leute lieber diese Trollscheiße haben und finden das in Massen gut. Das sieht man ja auch bei den Medien von Fernsehen und so. Da gucken die Leute zu Millionen diese Sondermüllsendungen. Und ja, das ja. Läuft halt, ne? Das läuft eben. Ne? Ist da wieder. Nein, jetzt ist er schon wieder im Crystal. Stirb. Oh, zwei hat er jetzt schon aktiviert. Jetzt gibt's nicht. Ja, das ist echt. Das ist super scheiße, echt. Das ist unglaublich, ne? So, Nummer 1 haben wir hinter uns. Oh. Ah, jetzt müssen wir erstmal die Stuff umstellen. Das haut die das ganze Ding gut, dass ich daran denke, nee. Ehrlich. Das hätte die ganze Farm hier wieder kaputt gemacht. Wieder ist aktiviert, oder? Nee. Ja, man sieht das teilweise nicht. Dann sieht man nur, dass er sich wieder erholt hat und dann ist es eh zu spät, ne? Ja, der erholt sich wieder, aber ich weiß ja, dann hat er einen aktiviert. Dann ist ganz klar, irgendeinen hat er. Und man sieht das zum Teil nicht. Das gibt also die Methode, dass du aus dem End rausgehst und wieder reingehst, eine Minute oder zwei später, dann sieht man das angeblich, ne? Ich fliege immer ganz nah an den Crystals vorbei. Also immer. Ja, aber manchmal ist das ein optischer Bug. Du siehst es nicht, auch wenn du da drauf stehst, siehst du es nicht, ne? Das ist leider, deswegen, ich habe, wie gesagt, meine Probleme damit. Deswegen müssen wir unbedingt eine Methode entwickeln, dass das Viech eben automatisch gekillt wird, dass er gar keine Chance hat. Dann geht's, ne? Dann kommen wir da langsam hin. Aber das haben wir. Wie gesagt, das Einsperren mit diesen RF-Tool-Dingen ist verkehrt. Na, muss man probieren, muss man gucken, mal vielleicht. Ja, das werde ich. Also, ich werde mir das jetzt mal dann bauen. Ja. Dann werde ich das mal ausprobieren. Hi, hi. Einmal ein bisschen Bumm machen. Ah, stopp. Der will wieder einen aufladen. Also der macht solche grünen Kugeln, die grünen Kugeln, damit startet er die Kristalle neu. Und ich hatte die Kristalle schon mal eingebaut in solches, dieses Infused Obsidian Zeug. Und dann ging ihm, das fiel ihm dann schwer, also er hat das dann irgendwann hingekriegt, aber es fiel ihm sehr schwer, die Kristalle zu aktivieren, weil die hatten so eine Hülle drum, da konnte das nicht durch, dieses grüne Ding, ne? Ich hab gerade irgendwie komische Grafikbugs. Wow, gut. So, jetzt haben wir das. Haben wir jetzt erstmal wieder satt als Vorrat. Und jetzt machen wir mal weiter. Drakonik und so weiter. Wir wollen ja hier von diesem Dinger noch welche haben. Was wollten wir jetzt? Können wir das schon herstellen? Da können wir schon mal eins herstellen. Was fehlt ihm da jetzt noch? Diese anderen Dinger fehlen ihm da. Hier, diese hier, ne? Davon brauchen wir noch ein paar mehr. Da brauchen wir noch 8 Stück von. Ey, komm her. Oh, jetzt kommt nachher wieder nicht.
Das hält echt auf. Ich habe da schon so viel Zeit mit verbracht. Noch haben wir keine wirklich gute Lösung. Also für den normalen Ender Dragon, den normalen, den kannst du ja spawnen, das macht ja gar. Das ist völlig problemlos, eigentlich, ne? Aber dieser andere da, boah, der geht einem so auf die Eier, ne? Mal ehrlich Vor ist. allem schlägt man dreimal mit Death of Power und dann ist er tot. Ja, das ist aber nicht, ne? Wenn es so einfach wäre, dann wären wir schon weiter. Also irgendwas ist mit dem Server, der hat. Oh. Ja, der hat 1,2 TPS. Ja, dann bist du ja sowieso, da bist du ja, dann verlierst du sowieso, ne? Also. So. Und dann musst du aufhören. Dann geh aus dem End raus und warte, bis der Server besser läuft. Ja, Was aber ist ich denn? kann mich nicht zurück teleporten, weil ich kein VIP bin oder sowas, also. Du hast ja nicht wie heißt das Ding hier, Charm of Dislocation? Ja, aber es buggt bei mir rum. Also ich, keine Ahnung. Boah, das läuft, bei Das mir läuft das gut. Moin, bei moin. mir stürzt Minecraft dann ab. Na echt? Bei Ja, auch dem. bei den Portalen dann mal irgendwie. Keine Aha. Ahnung, warum. Aber du hast doch Homepunkte, ne? Ja, aber die habe ich belegt schon. Also die zwei Ja, Stück. hm. Nee, eigentlich sollte das keine Lags haben, aber es steht da 1,1 TPS. Okay. Also. Oh. Ja, jetzt haben wir vier von den Dingern. Jetzt machen wir noch, du sagst, wir müssten einen fünften haben. Warum muss man denn fünf, nicht vier haben? Nee, also 5 sollte reichen. Warum nicht vier? Weiß ich nicht. Also mit 4 habe ich es auch schon mal so ausprobiert im Singleplayer. Das hat irgendwie nicht gereicht. Also, okay, ja gut, machen wir noch einen fünften. Bin ganz knalledicke, wenn Es wir hier. laggt, ich kann ihn töten. Mann! Warum laggt es denn? Das Achso, jetzt haben müssen wir wieder Laserstars haben. Ah, nee. Also wir machen jetzt vorne, wir gehen jetzt mal einfach einen Spaßeshalber zum Chaos Dragon, gucken, wie lange wir den überleben, indem wir das einfach mal ausprobieren. Das muss er erstmal Ich glaube, Ding stürzt mich ab. Lex. aufladen. Weil die Welt hat gerade 800 ms. Jo, das passt doch. Ist gut. 800 MS, hallo? Dann steht das gleich. Da kannst du ziemlich sicher sein. Der Chaos Dragon, der steht da schön in der Luft Ja, und. aber der ist schon ganz woanders. Also da kannst du 100 Pfeile drauf schießen, das war's dann. Ne? Also. Nee, ich kann den treffen. Ja, aber kriegt der Schaden? Ja, ich kann den jetzt gerade töten. Ja, wenn der Server das noch mitkriegt und nicht schon weg ist, dann hast du gewonnen, ne? Ja, mache ich auch was. Ja, klar. Wenn er dann tatsächlich das Feedback gibt, dass er stirbt, dann ist gut, ne? Theoretisch könnte ich jetzt einen Screen mit ihm machen. Aber machen wir mal erst Ja, nicht. das ist natürlich ein Bugstream, das ist natürlich, bringt ja nicht. Aber zwei. Oh, es laggt. Puh. Habe ich einen schönen Screen mit einem Chaos Dragon, ist auch nicht schlecht. Oh, und stirbt er. Ja, wenn er dann tatsächlich stirbt, wenn er dann reduziert sich denn die Lebensleiste? Ja, der Dann steht da respondet auch. der Server noch. Ja, dann machen platt. Wie gesagt, also der leckt öfters mal. Ziemlich nützlich manchmal. Also ich schlag jetzt drauf. Ja, ich bin jetzt bei meinem Drachen auch. Ich lasse mich direkt attackieren hier. Ich mache das mal ohne diese Äpfel. Boah, tot. Die Sachen fallen ins Void. Ich bin tot. Schauen wir mal, was denn meine Rüstung dazu sagt. Ja, der hat nur von einem Kristall Energie genommen. Der hat gar nicht von mehreren Kristallen die Energie genommen. Also das parallel abzufragen, die Energie aus den mehreren Kristallen reicht nicht. Das geht nicht. Das war ja die Idee, ne? Dass man quasi simultan von mehreren Kristallen aus mehr Energie gleichzeitig abfragen kann. Das macht er nicht. Die sind alle Charge, Armor, enthält Item. Charge, Armor, enthält Item. Das ist das Oh, jetzt alles. hat der Server wieder 19 TPS. Also Ja. jetzt läuft wieder alles in Ordnung. Wo ich den Drachen getötet Also, habe. jedenfalls ist das nicht. Das ist nicht die Lösung mit mehreren diesen Kristallen, mit diesen Fluxkapazitern, weil die Fluxkapazitor werden nicht gleichzeitig abgefragt, sondern nacheinander.
Nee, eigentlich werden sie schon. Also bei mir ist es so, dass jetzt alle sich schön gleichzeitig fast abgeleert haben. Also ich kann ja das dann dir mal im Video zeigen. Ja, nicht. Ich gehe noch mal hin. Ich habe das ja gerade probiert, dann hat das nur von einem genommen. Aber ich versuche es noch mal. Ich bin ja gar nicht so. Wir machen den wieder vollladen. Da sind die alle voll. Ne? Sind die jetzt alle voll hier? Charge Armor und Held Item, also alles gut. Mehr kann man hier gar nicht machen. Und jetzt geht er wieder hin. Man auch mal schön zuschauen, wie die Türme da kaputt gehen. Chill Banana, ich gucke mir das gleich mal an, was du meinst. Ich probiere es gerade hier nochmal aus, ob der mich nochmal killt. Genau, hier, ne? So. Also OP Der hat nimmt sich nur nicht. aus einem Kristall. Der nimmt nur aus einem Kristall. Also Definitiv. ein Kapazitor oder was? Ja, aus einem Kapazitor, genau. Hast du die auch alle umgestellt? Ja, klar. Okay. Also das kann man hier ganz klar sehen, wenn du den Stream guckst, das kann nur einer der Kapazitor ist überhaupt betroffen. Also bei mir ist. Oh Gott. Ja, Vielleicht okay. haben wir hier eine andere Art von Einstellung vom Server. Ich kann das nicht einschätzen. Ne? Kann ja Guck mal jetzt hier, mal die jetzt trifft er Stream. mich wieder. Ich lasse mich jetzt Hä? absichtlich abschießen. Hast du jetzt nur einmal, also bist du jetzt gestorben gewesen oder? Jetzt bin ich tot. Also der hat nur aus einem Kap, aus einer Kap, aus einem von diesen Kapazitoren überhaupt die Energie entnommen. Die anderen sind unverändert geblieben. Guck hier, auch jetzt noch, unverändert. Ne? Ja, du musst dann einen OP-Apfel essen, weil sonst stirbst du. Das ist. Ja gut, aber der OP-Apfel macht ja jetzt nicht, dass die dass die Kapazitor parallel abgefragt werden, oder doch? Nee, eigentlich, aber weiß nicht. Nee, ich wollte ja mich sterben lassen, das war ja jetzt nicht mein Goal. Ich wollte jetzt erstmal nur erkennen, ob mehr Kristalle oder mehr Kapazitor mehr bringen. Ne? Ja, also ich habe jetzt das aufgenommen und kann man das ja schön sehen. Okay, ja, also ich habe das bei mir jetzt auch, kannst du im Stream gucken. Ich mache mal hier einen Cut, ganz kurz, und dann stream nur einfach nur einen Cut, damit ich das schneller wiederfinde. Bin sofort wieder da.